Das ist jetzt das Video für die Stammdaten. Hier kommt aber nochmal eine Sache über die VM Security, die habe ich im letzten Video vergessen, nämlich wie man die Benutzer anlegt. Levelot schreibt, glaube ich, irgendwie, man soll mehrere anlegen. In der Lizenz geht nur eine. Das funktioniert ganz einfach. Ihr nehmt einfach irgendeine User-ID, ich sag mal Hans, und Passwort ist sysadm1. Sysadm1. So kriegt man schnell Passwörter daher. Einfach nur Videos anhören. Und dann einfach auf Add User. Dann arbeitet das Programm ein bisschen vor sich hin. Und dann hat sich das erledigt. Mehr könnt ihr nicht machen. Man kann wirklich nur einen anlegen. Ihr könnt gerne mehr versuchen. Es wird nicht funktionieren. So. Hier dreht sich alles um die Stammdaten. Das sind die Menüs, die euch interessieren. Die oberen sieben. Ich arbeite sie nicht in der Reihenfolge ab, wie sie hier zu sehen sind, sondern ich fange bei den Lieferanten an. Das hat Gründe, weil diese Menüs untereinander miteinander verknüpft sind. Also ein Menü bezieht sich auf das andere und wiederum. Und ich mache das halt so, dass man da keine Probleme bekommt untereinander. Und deswegen fange ich bei den Lieferanten an. Ihr könnt gerne eine andere Reihenfolge machen. Euch hält niemand auf, aber ich finde die am sinnvollsten, auch wenn es ein bisschen hin und her gesprungen ist. Hier seht ihr das Lieferantenmenü. Immer wenn ihr so ein kleines rotes Sternchen seht, dann ist das zwingend notwendig, dass man das eingibt. Ja, die verstecken sich hin und wieder irgendwo. Zum Beispiel hier beim Accounting sind die auch drin. Gibt es nicht in jedem Menü, aber in den meisten sind welche zu finden. Hier habt ihr halt die ganze Anschrift, Rechnungsanschrift, dann Remitur, ich glaube, das ist die Firmenadresse, also wo die Firma sitzt, und dann gibt es noch die Shipping Address. Die stellt man dann hier ein. Ja, hier ist noch nichts eingegeben. Also Firmenanschrift, Rechnungsanschrift, Lieferadresse. Dann hier unten habt ihr halt die ganzen anderen Sachen, die man noch einstellen kann. Ja, General Contact Accounting. User Defined braucht ihr nicht, Wets braucht ihr eigentlich auch nicht. Ihr könnt halt der Vollständigkeit halber hier die Wets eingeben. Payment ist auch unwichtig, Specifications auch. Gehen wir mal hier rein. Ich habe hier ein paar Sachen mehr drin stehen, weil ich hier jetzt in meiner eigenen Datenbank bin. Ihr seht hier es, Messschieber. Und der Löffelholz hat immer hier so ein paar Beispielteile drin. Ihr könnt es euch gerne anschauen, das ist euch überlassen. Das sind zum Beispiel hier Sachen schon wie Mandanten eingegeben, weil er hier nicht abspeichern konnte, ohne diese zwei Zeilen einzugeben. Das hat er übrigens bei jedem Stammdaten immer so Beispielteile drin. Ich werde jetzt mal ein Beispiel für euch anlegen, dass ihr ungefähr seht, wie es abläuft. Das geht immer so: Ihr geht auf New, sagt LF Strich und dann euren Namen, was ihr haben wollt. Test. Ja, den Test gibt's schon. Dann machen wir noch einmal New. LF Test 2. Und dann sagt ihr halt den Namen der Firma. Test Firma 2, Ansprechpartner Heinz Test. Straße, Hausnummer halt, ihr könnt euch die Sachen jetzt denken, was da reinkommt. Wichtig ist halt, dass ihr bei Entity euren Mandanten eingibt und bei Currency halt Euro. Und wenn ihr halt hier noch was haben wollt, zum Beispiel Bytecode, eingeben, fertig. Das ist jetzt die Rechnungsanschrift. Hier ist die Firmenanschrift. Da könnt ihr euch irgendwer das aussuchen. Ihr könnt auch die absolut gleichen schreiben, was ich empfehlen würde, weil es weniger Arbeit macht. Und dann speichert ihr ab.
Wenn ihr abgespeichert habt, dann seht ihr auch die ganzen zusätzlichen Menüs hier bei Maintain. Ihr könnt zum Beispiel eine zusätzliche Rechnungsanschrift, eine zusätzliche Firmenanschrift, eine zusätzliche Lieferadresse eingeben und dann zum Beispiel einen zusätzlichen Kontakt, also eine zusätzliche Kontaktperson. Das sind die vier Menüs, die relevant sind. Die da unten haben eigentlich nichts zu interessieren. Hier gebt ihr halt auch eure Kontaktperson ein, wen ihr halt von ihr, wen ihr auch immer haben wollt. Und hier setzt ihr halt die zusätzlichen Sachen an. Die Menüs sehen immer gleich aus. Ja, die arbeiten auch immer nach dem gleichen Schema. Egal in welches ihr reingeht. Und ich lege jetzt exemplarisch mal eine neue Rechnungsadresse an. Und die funktionieren, also die anderen Menüs funktionieren genauso. Dispatch-ID, sagen wir mal Nummer 2. Name, wie haben wir die Firma genannt? Testfirma. Testfirma 2. Ansprechpartner Klaus und dann gebt ihr halt irgendeine andere Adresse ein. Dann geht ihr auf Save, dann ist die drin. Dann hat sich das. Damit arbeiten werdet ihr nicht, aber der Hello-Flows verlangt, dass er diese Sachen eingibt. Und macht das bitte. Das hat Gründe und die werde ich dann noch zu späterer Zeit erklären. Dann kommen wir zu den Fremdleistern. Fremdleister braucht ihr auch welche, auch vom Master heraus. Das ist auch eine Sache, die ihr braucht. Hier habe ich schon welche angelegt. Und ich gehe mal jetzt in Laser rein und da seht ihr zum Beispiel, was man eigentlich alles eingeben kann. Man kann auch hier noch Service Part ID. Man kann zum Beispiel sagen, dieses eine Teil, was er macht, also er bearbeitet nur dieses eine Teil und dann wird das augenblicklich damit verknüpft. Ich lasse das aus gutem Grund weg. Beim Beispiel von Herrn Löffelholz ist es drin. Ihr könnt euch entscheiden, ob ihr es macht oder nicht. Ich finde es aus der Logik her sinnvoller, das bleiben zu lassen, weil ein Fremdleister, der kann ja nicht nur ein Teil lasern, der kann auch andere Teile lasern. Deswegen lasse ich das halt als Universalpunkt da. Gut. Hier gibt es noch das Edit-Menü. Ne, das Maintain-Menü, entschuldigt. Hier braucht ihr eigentlich nichts. Das könnt ihr vollkommen ignorieren. Und jetzt nochmal ein Beispiel. FL ist für Fremdleister und nochmal Taste. Description Test fremd Leister Preferred Vendor, also das ist dann der Lieferant. Deswegen habe ich die Lieferanten als erstes angelegt. Sternchen heißt ja, ihr könnt nichts anlegen, wenn das Menü fehlt. Und jetzt nehme ich einfach Test. Unit Measurement hängt halt ab, was er da bearbeitet, ob er Stück, Liter, irgendwas, wenn ihr zum Beispiel irgendeine Chemikalie habt, die ihr veredeln wollt und das kann nur der, dann müsst ihr halt irgendwas, zum Beispiel Liter oder Eimer, irgendeine Einheit, ich sag halt Stück, was bei mir Messschieber sind. Cost per Unit, sagen wir mal 5 Euro. Base Charge per Service, also Arbeitsaufwand, sagen wir mal 50. Und Minimum Charge möchte 200, also unter 200 hebt er seinen Arsch nicht hoch. Planning ist dahingehend wichtig. Trans Days heißt Transportation Days. Wie lange ist das Ding unterwegs? Sagen wir mal 6 Tage hin und zurück insgesamt. Run heißt, wie lange ist das bei ihm in der Bearbeitung? Mal 4. Und hier gibt es Run Types. Days per Piece ist, wenn ihr große Sachen habt, zum Beispiel irgendwelche gigantischen Lager für Windräder, dann kann man schon Tage pro Stück pro Tage, wenn die Teile recht klein sind, dann Days per Load, also Tage pro Lieferung oder Lieferung, wie lange braucht er, oder halt Lieferung pro Tage. Ich nehme Days per Load und sage, dass er am Tag, also die Lieferung, weil die Ladung halt 200 Stück groß ist. So viel sind da drin. Und dafür braucht er insgesamt, also bis das wieder bei euch ist, dauert es 10 Tage. Dann könnt ihr noch den VAT-Code, Umsatzsteuer, also ihr könnt auch hier drauf klicken, müsst nicht auf die Lupe, und dann auf Speichern, dann ist er angelegt. Das war's dann auch. Gehen immer nach dem gleichen Schema. Nächster Punkt. Das ist das Personal. Oh, Personal habt ihr hier mehrere
also auch von mir schon angelegt. Wir gehen wieder hier auf das Beispiel vom Levelholz. Da seht ihr die verschiedenen Sachen, die ihr einzugeben habt. Also hier wieder Department Earning Code sind unglaublich wichtig, genauso wie Employee ID. Die müssen da sein, sonst lässt euch das Programm nicht weitermachen. Und hier halt muss ich eigentlich nichts, denke ich, erklären dazu, was Name, Payrate, Department. Aber hier sind halt die Sachen, die er Löffel schon angelegt hat. Und hier Lohngruppe und Anmeldezeit. Lohngruppe und Anmeldezeit, ihr könnt ja selbst euch nochmal welche anlegen, wenn ihr möchtet, nämlich unter Edit Earning Codes. Also hier Earning Code, Earning Code, einfach Insert, irgendwas eingeben, was ihr wollt und dann Save. Ihr müsst dann, wenn ihr das jetzt nur Test, Test, Save, dann müsst ihr auf Aktualisieren gehen, wenn ihr halt irgendeinen Punkt anguckt, beziehungsweise einen neuen aussuchen. Sie ist nicht da. Habe ich sie angelegt? Ja, close. Machen wir mal neu. Ja, dann ist sie drin. Gut. Und auch hier die Anmeldezeit. Das ist dieses Menü. Shift Definitions. Und da erkläre ich jetzt erst einmal bei der Anmeldezeit. Wer schon mal in der Fabrik Ferienjob gemacht hat, Sachs, SKF, FAG, was hier halt in Schweinfurt ist oder was auch immer, dann wisst ihr, dass sie das nicht so gerne haben, wenn man zu früh oder zu spät einsticht. Das ist unerlaubte Mehrarbeit. Und hier wird halt dann definiert, was ihr da machen, wie weit ihr da einstechen dürft. Das Menü ist ein bisschen anders als die anderen. Ihr müsst hier Shift Definitions und wenn das hier leer ist, müsst ihr die Sachen eingeben und dann auf Save. Test. Test 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann sucht ihr hier euch eine Sache aus. Ich weiß da nicht, was das ist. Gebt es einfach ein. Save. Dann hier könnt ihr auf Edit Shift Codes. Dann könnt ihr hier wirklich absolut nochmal ganz alles genau eingeben. Wer sich die Mühe machen will, hier Shift Start, Meal Break. Bitte. Euch hält niemand auf. Und dann, wenn ihr einen neuen anlegt, dürften jetzt die Earning Shift ID stehen ja auch drin und auch zur Auswahl. So, gut, das waren jetzt Personal. Changes have been made. Save. Nein. Jetzt kommen die Arbeitsplätze und die Maschinen. Es gibt prinzipiell zwei verschiedene Sachen, die es hier. Ich habe jetzt hier bei der alten waren das noch Ressourcen, das hatte ich noch im Kopf, deswegen habe ich da durchgearbeitet. Das ist das neue Schema, das heißt AP, also Arbeitsplatz, Maschine, Arbeitsplatz, Mitarbeiter, also APME und AP. Früher hieß die Ressource, hieß es Ressource Personal, Ressource Maschine. Gehen wir mal auf eine Maschine hier. Ja, und es gibt auch hier noch Ressource Fremdleister. Da müsst ihr dann auch noch anlegen. Nee, müsst ihr nicht. Müsst ihr nicht. Hier geht es eigentlich nur um die Punkte. Die müsst ihr nicht anlegen. Ja, die sind unwichtig. Müsst ihr hier eigentlich rauswerfen. Gut, wir nehmen mal die Säge. Hier, Säge sieht so aus, ihr gebt halt hier die wesentlichen Sachen ein. Hier bei den Costings, Kosten, Burden sind die Gemeinkosten. Da könnt ihr auch, also versucht so weit wie es möglich an realistische Werte hinzukommen. Das ist immer in meinen Augen besser. Nötig ist es nicht, dass das nicht Sinn und Sache von Visual da wirklich hier Kosten zu Tode hauen. Ich habe da auch dann irgendwann mal was eingegeben. Und haltet euch damit nicht zu sehr auf. Ja, da kann man wirklich Stunden damit verbringen. Wenn ihr das machen wollt, ist das okay. Löffelholz gefällt das, aber es ist nicht unbedingt so wichtig. Wenn ihr irgendwelche Sachen macht, die außergewöhnlich sind, außergewöhnlich toll, geht immer zu ihm hin und zeigt das ihm. Der merkt sich dann euer Gesicht und dann weiß er, ah, das ist die Frau mit dem Teil, die hat das und das gemacht und das stimmt ihn dann positiv und positiv ist das auch zu merken, wenn ihr eure Note dann bekommt. So. Die zwei Menüs, die hier wichtig sind, ist Costs und der andere Punkt ist Other.
Und hier unter dem Punkt Other habt ihr zum Beispiel den Typ, was ist das für ein Arbeitsplatz? Also Work Center heißt, das ist eine Maschine, in der gearbeitet wird. Also da braucht ist eine Maschine, die Tätigkeit macht. Individual Team ist eine Person, welche die Tätigkeit macht. Contractor ist dann eine Workgruppe. Nein. Doch, das ist dann eine Maschine, die gehört dann zu einer Gruppe und dann hier Group ist dann für Mitarbeiter. Also eine Mitarbeitergruppe. Da könnt ihr euch austoben. Im Wesentlichen braucht ihr für Maschinen den Punkt und für Mitarbeiterplätze den Punkt. Wichtig ist hier auch noch Capacity. Hier seht ihr Shift 1, 2, 3 stehen. Ihr müsst ja einen Zweischichtbetrieb aufsetzen, deswegen ist hier immer eine 0. Und diese Zahlen da hinten bedeuten, wie viele Maschinen ihr pro Schicht habt. Ja, nicht wie viele Maschinen ihr insgesamt in der Fabrik habt oder wie viele Schichten sie arbeiten soll. Das hat damit gar nichts zu tun, sondern man kann sich das zum Beispiel vorstellen, ihr habt in der Frühschicht drei Maschinen und auch drei Mitarbeiter und dementsprechend können in der ersten Schicht drei arbeiten. In der ersten, zweiten Schicht habt ihr immer noch drei Maschinen. Die haben sich nicht vermehrt und leider ist auch keiner kaputt gegangen, aber ihr habt nur einen Mitarbeiter, der damit arbeiten kann. Das heißt, ihr habt nur einer zur Verfügung. So ist dieses Schema aufgebaut. Und hier habt ihr noch den Scheduling und Run Buffer Rope. Das alles hier könnt ihr im Wesentlichen ignorieren. Wichtig ist, ihr lasst dieses Auto-Reporting aus. Bei jedem Arbeitsplatz macht das bloß nicht rein. Das ist nämlich dafür gedacht, wenn eure Maschine mit Sensoren arbeitet und sich dann die Sachen selbst zurückmeldet. Oder ihr habt einen Barcode-Scanner an irgendeinem Produkt, das durch die Qualitätskontrolle geht und dann zurückgescannt wird. Ah, ist durch die Qualitätskontrolle. Gibt's hier nicht, auslassen. Das ist ein Fehler, der gerne gemacht worden ist und ich bin ehrlich gesagt es leid, den Leuten zu erklären, dass das dieser Fehler ist. Lasst das Ding raus. Wenn ihr dann alles eingegeben habt, drückt ihr Speichern und dann ist das alles drin. Hier gibt es auch noch so eine kleine Sache. Das ist genauso mit den Kosten. Wenn ihr das machen, also genau machen wollt, zeigt das demnach auch mal ein Löffelholz. Dann gibt es nämlich hier Arbeitszentren, Shopgroups. Ja. Falsches Menü. Hier, die könnt ihr definieren. Ich kann euch nicht genau sagen, wie das funktioniert. Das ist eine Neuerung von Visual 7, mit der habe ich noch nicht gearbeitet. Jeder, der sich die Mühe damit macht, dieses Arbeitszentrum anzulegen, ist schön, ist auch toll. Und da müsst ihr euch aber halt alleine durchkämpfen. Der Herr Löffelholz hat das aber noch nie irgendwo gesehen. Das hat auch nie davor jemand gemacht, weil das auch so noch niemand machen konnte. Wenn ihr euch die Mühe macht, wie das funktioniert und wie man das anlegt, gebt das ein bisschen am besten jedem weiter, aber zeigt dem Herrn Löffelholz, dass ihr das gemacht habt. Weil er das meistens so direkt nicht anschaut, deswegen Sachen, die man halt genau ausarbeitet und wirklich sehr intensiv waren und sagen, ich habe das ganz genau gemacht, zeigt es dann jedes Mal, der merkt euch sich euer Gesicht und der weiß dann auch, welches Teil ihr gemacht habt. Sowas geht immer gut, sehr gut in die Note rein. So, jetzt gehen wir nochmal zu dem Arbeiter. Der ist im Wesentlichen genauso aufgebaut wie eine Maschine. Der einzigste Unterschied ist, individuell steht hier statt Work Center. Gut, ich mache jetzt mal schnell ein Beispiel. Das sieht aus, dann nehmen wir mal die neue Bezeichnung. AP-MI war das, oder? APME. AP-ME. Aufkleben 2. Gewinde aufkleben 2. Dann könnt ihr hier irgendwelche Kosten eingeben. 2, 2, 2. 4, 4, 4, 4. Und hier sagen wir Shift 1, Shift 2. Das war's dann schon. Also, das geht wirklich schnell. Speichern. Nächster Punkt. Und das sind dann. Die Teile. Nein, nicht die Teile. Das Lager. Beim Lager definiert ihr den Lagerort und den Lagerplatz.
Ein Lagerort ist zum Beispiel irgendeine abgegrenzte Fläche in einer Halle und da sagt ihr, das ist jetzt der Lagerort. Und in diesem Lagerort habt ihr Plätze, zum Beispiel, wo ihr mit einem Gabelstapler Paletten hinfahren könnt oder ein Regal, wo irgendwelche Sachen drin stehen. Und diese Lagerplätze sind dann zum Beispiel genau definiert. Im Regal ist dann zum Beispiel dieses so ein Schildchen drin, dann sagt man, da stehen die Schrauben, da stehen irgendwelche Farben, da liegt irgendwas anderes drum, was auch immer. Das ist die Idee dahinter. Und so schaut es auch aus. Ich habe jetzt zum Beispiel mein größtes ist mein Lagerort Zukaufteile. Und da habe ich ganz viel angelegt, wie ihr seht. Und in dieser Fläche, halt in dieser virtuellen, euch vorgestellten Fläche, habt ihr dann halt diese ganzen Lagerplätze. Dazu gibt es eigentlich auch nicht mehr zu sagen, aber ich mache jetzt nochmal exemplarisch so ein Ding, wie man das anlegt. Hier New Lagerort Zukauf 3. Gibt's schon. Lagerplatz Messer, okay. New LO Zukauf 4. Lagerort Zukaufteile. Speichere die ab. Und dann hier auf Insert Row. Dann habt ihr hier Location ID. Dann sagt ihr Lagerplatz Holz. Dann hier Type. Gibt es hier verschiedene. Es gibt Floorstock, das weiß ich nicht, was heißt. Regular heißt Standard. Transit ist ein Transitlager, wenn es außerhalb eurer Firma liegt. Also zum Beispiel gegenüber der Straße und ihr müsst immer erst hingehen, bis ihr es bekommt. From Customer heißt, wenn euch der Kunde Rohstoffe zur Verfügung stellt, die ihr dann bearbeiten sollt. Beispielsweise. Oder halt vom Lieferanten halt das genaue für diesen. Dass euch der Lieferant die Sachen schon eingestellt habt, aber ihr erst zum Beispiel Sachen kaufen müsst, dann könnt ihr es erst bearbeiten. Ihr arbeitet hier ausschließlich mit Regular, mit nichts anderem. Und dann sagt ihr Lagerplatz für Holz. Macht Speichern und dann hat sich das schon erledigt. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Hier gibt es auch zum. Okay, etwas gibt es noch zu sagen. Es gibt noch die Adressen, die könnt ihr ausfüllen. Aber die sind nicht wesentlich wichtig. Das ist halt der Vollständigkeit halber. Sonst ist hier nichts zu finden. So. Und der letzte Punkt sind die Teile. Hier in den Teilen gibt es im Wesentlichen mehrere also Untergruppen. Es gibt zum Beispiel das Vollerzeugnis, also euer endgültiges Produkt. Dann gibt es Baugruppen. Dann gibt es Halberzeugnisse. Ja, hier TH, TB, TA, also TA für Komplettprodukt, TB für Baugruppe, TH für TA im Halberzeugnis. Dann gibt es Zukaufteile, das sind Teile Zukauf. Und dann gibt es Teile Verbrauch, das sind so die wesentlichen Dinger, die es gibt hier. TV Verbrauchsteile und hier TV Hartmetall. Das ist halt mein Teil für meinen Fräsen. Ich gehe mal auf die Punkte Baugruppen und Halberzeugnis ein. Es ist ja normalerweise üblich, zum Beispiel, dass nehmen wir mal ein Auto aus mehreren Elementen besteht. Und da gibt es halt auch solche Sachen wie Baugruppen. Der Motor zum Beispiel ist eine Baugruppe. Das Getriebe ist eine Baugruppe. Und dann sagt man zum Beispiel, der Motor und das Getriebe, die werden dann zusammengeführt. Die werden dann wieder zu einer Baugruppe. Das ist dann die Baugruppe Antriebsstrang. Und diese Baugruppe Antriebsstrang kommt dann die Baugruppe Karosserie. Warum ich das jetzt ein bisschen genauer erkläre, ist, es würde dann im Master so aussehen, dass ihr dann für jede Baugruppe nochmal einen eigenen Master erstellen müsstet, ja, wenn ihr mit Baugruppen arbeitet. Das ist aufwendig und macht keinen Spaß. Weil das heißt dann zum Beispiel, wenn ihr jetzt ein komplexes Teil habt, dass wenn ihr dann an diesem Teil Baugruppe angekommen seid, müsst ihr dann den Master Baugruppe wechseln, dann den Master von der Baugruppe durcharbeiten und dann erst könnt ihr euer eigentliches Produkt weiter durchbuchen und durcharbeiten im späteren Verlauf der Arbeit. Deswegen empfehle ich euch, das der Arbeit wegen eher weniger zu machen. Aber, Moment,
Das hat noch nie jemand beim Herrn Löffelholz gemacht. Irgendwas mit Baugruppen. Wenn das macht mies Eindruck und es ist eine garantiert ausgezeichnet gute Note. Die meisten Leute, wie auch ich, die machen das mit Halberzeugnissen. Das sind Teile, die gehen direkt ins Produkt rein und die könnt ihr nirgendwo anders verwenden. Ja, eine Baugruppe zum Beispiel, die könntest du irgendwo anders verwenden. Ja, Audi zum Beispiel oder VW, die machen das ja sehr gerne. Da gibt es solche Sachen wie zum Beispiel den 200 PS Turbomotor von denen, der wird in einem Audi A6, einem Audi A4, einem Audi A3, genauso wie in einem Golf, einem Passat und allen erdenklichen anderen Baugruppen verwendet, wie zum Beispiel auch noch im VW Charan oder im Tiguan. Da kommt überall der gleiche Motor zur Verwendung mit dem gleichen Getriebe. Und manche denken sich dann, wenn sie sich das Auto mit dem Logo Audi A6 kaufen, dass das dann noch Premium ist. Unverständlich, aber okay. Und bei einem Halberzeugnis sieht es so aus, dass das augenblicklich reingeht und das kannst du nur da verwenden. Das ist speziell für euer Produkt. Bleiben wir beim Beispiel Auto, das ist der Rückspiegel, wenn es zum Beispiel so ein Designelement ist oder so ein Scheinwerfer. Ihr werdet sehr schwer einen Scheinwerfer von einer S-Klasse zum Beispiel in eine A-Klasse einbauen können. Das funktioniert nicht. Oder von einem 3er BMW in den 7er, das wird auch ein bisschen problematisch. Das sind Halberzeugnisse, die gehen wirklich, die könnt ihr nur da verwenden. Und bei Visual sieht das. Geht's mir auf den Sack, Visual. Sieht das so aus? Wir gehen mal in Master rein. Engineering Master. Ja, hier ist mein Monteur, der hat hier die Schrauben zum Zusammenbasteln und dann sind dann hier die Teile, die halt zu ihm hinkommen. Und die kann ich dann halt nur da verwenden und nirgendwo anders. Eine Baugruppe, die wird dann halt auch so ein Rohstoff sein und dann müsste ich dann hier in mein Master reingehen, erst dann irgend, also ich hätte hier dann zusätzlichen Master hier liegen. Und in diesem Master müsste ich dann den erst durchbuchen und dann wieder in meinen eigentlichen Master zurückgehen. Ja, ist schon okay. In meinen eigentlichen Master zurückgehen und dann hier weitermachen. Die Baugruppe wird dann als so ein Klon, so als rotes Rechteck hier erscheinen. Das ist der Unterschied dahingehend, wer das gerne machen will. Ich halte niemanden auf, aber er hat sehr viel Arbeit. So, dann gibt es noch hier die Zukaufteile. Das sind halt Teile, die ihr zukauft, weil ihr sie nicht selber macht. Dann Teile Rohstoffe, das ist euer Rohmaterial, aus dem ihr dann zum Beispiel eure Metallsachen fräst, euer Holz, aus dem ihr irgendwas rausschnitzt, keine Ahnung, oder halt auch fräst. Kennt mich da nicht so gut aus. Und dann gibt es hier die Verbrauchsteile. Das sind Sachen, die halt im Produkt aufgehen, ins Produkt reingehen und dann weg sind. Ja, das beste Beispiel ist das Schleifband. Oder zum Beispiel auch Klopapier. Ja, das benutzt ihr und es ist weg. Das kommt nie mehr wieder. Außer jemand sammelt die Dinge. Benutzte Klopapier. Bläh, eklig. Beim Schleifband ist es ja auch so, es ist kaputt und es kommt nie wieder. Du wirfst es weg. Hat sich erledigt. Gut. Es gibt hier ein primäres Schema, wie man diese Teile anlegt. Ich gehe jetzt mal auf mein Fertigprodukt. Fertigprodukte haben die Eigenschaft, dass sie produziert sind, dass sie gelagert sind und sie haben auch eine Verbrauchsgeschichte. Das Ding müsstet ihr auch anklicken. Mal auf Speichern gehen. Das ist hier im Wesentlichen bei den Settings. Jedes TA-Teil hat diese drei Haken angeklickt. Dann halt hier Stock Unit Measurement. Da seht ihr, das ist wichtig. Also mit was das gelagert wird. Dann Shipping Weight. Das müsst ihr eigentlich nicht eingeben. Könnt ihr. Weight Unit Measurement, also Kilograms, und dann halt hier Produktcode. Commodity Code, ich habe keine Ahnung, was das ist. Die zeige ich euch gleich, wo man die anlegt. Hier unten halt Costings, Accountings, Default. Das zeige ich euch auch gleich, wie man die hier einfügt. User Defined Field braucht ihr eigentlich nicht. Piece Tracking auch nicht. Specification auch nicht. Beim Wet solltet ihr die Umsatzsteuer halt mit einschreiben, weil ihr die Sachen ja verkaufen wollt. Order Management braucht ihr nicht. Run Buffer Up auch nicht. Config Management auch nicht. So, das ist das Schema, was ihr bei Fertigteilen braucht. Dann habt ihr
Alperzeugnis, die einfach nur Details only aus dem Grund dessen, die werden ja nicht gelagert, die gehen sofort von der Fertigung in den nächsten Fertigungsschritt. Dann hier Accountings, das ist dann halt alles dementsprechend auch ein bisschen ausgeblendet. Ihr braucht ja auch keine Mehrwertsteuer, weil sie nicht verkauft. Und die gehen auch ganz flott. Das Besondere auch an denen ist, die haben auch keinen Lagerplatz, weil sie halt von der einen Maschine zur nächsten gehen. Dann haben wir die Zukaufteile. Ja, welches nennen wir denn? Schrauben. Diese purchased, stocked und haben auch eine Demand History, die ich hier vergessen habe. Speichern. Dann hier halt die Kosten definieren. Accounting braucht ihr eigentlich nicht wirklich. Dann hier das Lager, zeige ich gleich. Piece Tracking, alles unwichtig. Wets solltet ihr anlegen, weil ihr die zukauft. Order Management braucht ihr auch nicht. Drum Buffer Up auch nicht. Config Management auch nicht. Und dann auf Speichern. Das Anlegen übrigens hier, das geht auch nach dem gleichen Schemata wie zum Beispiel Mitarbeiter sowas. Neuklicken, ausfüllen, speichern. Aber wir machen gleich auch noch so ein Beispielteil. Dann TR-Rohstoffe, das sind im Wesentlichen genauso wie Zukaufteile. Deswegen erkläre ich dazu jetzt nicht weiter irgendetwas, sondern gehe gleich weiter zu den Verbrauchsteilen. Die sind nämlich ganz interessant. Verbrauchsteile haben nämlich hier den Unterschied, dass sie einfach purchased und consumable sind und dass sie auch kein Lager haben. Die sind nicht lagerbar. Wenn ihr da eins anlegen wollt, dürfte es normalerweise nicht funktionieren. Vielleicht funktioniert es mittlerweile, würde mich wundern, aber sonst ist da eigentlich auch nichts Interessantes, bis auf die Wets. Die müssen auch eingetragen sein. Und sonst ist es eigentlich im Wesentlichen das, was man dafür braucht. Jetzt kommen noch, wie man Lager, also die Teile mit den Lagerplätzen verknüpft. Das ist nämlich auch, also das ist sehr, sehr wichtig. Ohne das funktioniert das Programm nicht. Denn da geht das Programm, weiß dann halt nicht, wo die Sachen sind. Und das ist ein bisschen problematisch dann. Also ist ganz wichtig, dass man das macht. Eben war mein WG-Mitbewohner drin, der Penner. Gut. Um die Lagerplätze miteinander zu verknüpfen, müsst ihr hier auf Maintain gehen und dann auf Warehouse Locations. Und hier seht ihr das, das habe ich schon mal angelegt. Das lösche ich mal raus. Mach Save. Close und gehe nochmal rein. Dann gehe ich hier auf Insert. Und sag jetzt, welchen ich haben will. Ja, Lagerort Artikel, die habt ihr ja davor schon angelegt. Und dann Location ID, das ist der 150 mm Messschieber und gehe auf den entsprechenden Lagerplatz. Wichtig ist, dass ihr hier auf Primary geht und Save, also dass das der primäre Lagerplatz ist. Dann macht ihr Close und dann steht das dann auch bei euch hier drin. Dann gehen wir noch auf einen Rohstoffteil. Weil da habe ich noch den Wareneingang drin. Da geht es im Wesentlichen genauso. Warehouse Locations. Ich lösche die jetzt nochmal schnell raus. Delete. Delete. Save. Close. Seht ihr, die sind jetzt draußen. Maintain. Warehouse Locations. Dann könnt ihr jetzt Insert machen. Das war jetzt Lagerort Zukauf, dann hier Location ID, TR Schenkel 150 und dann mal hier Außenschenkel, Außenschenkel, beweglicher Außenschenkel. Da haben wir ihn. So, und dann Primary Save. Und dann macht ihr nochmal Insert für den Wareneingang. Lagerort WE, Lagerplatz. Wareneingangskontrolle für rostfreien Stahl. Okay. Und dann geht ihr hier auf Part Inspection. Das ist ganz wichtig, sonst funktioniert die Wareneingangskontrolle nicht. Und dann auf Save. Ich persönlich benutze, habe sie nicht benutzt und ich werde sie auch im Weitergehen nicht benutzen. Ich werde euch einmal zeigen, wie es dann mit der Wareneingangskontrolle funktioniert und werde sie dann im späteren Verlauf wieder ausmachen für mich selbst.
Das ist für euch dann die Entscheidung, ob ihr das damit machen wollt oder nicht. Ich werde euch dann später, wenn man damit arbeiten muss, erklären, weshalb ich das so gemacht habe. Ich habe das hier euch nur der Vollständigkeit gezeigt. Und so funktionieren dann auch alle Menüs. Das, was ich euch noch zeigen möchte, ist der Produktcode. Das ist das letzte für heute. Das ist hier Produktcodes. Ja, Maintain. Produktcodes. Und da könnt ihr irgendwelche einfügen, weil der Löffelholz hat nur hier Produktgruppe A und B. Das fand ich ein bisschen langweilig. Ich finde die eigentlich ganz schön, dass man halt sagen kann, welche Produktgruppe ist denn das. Könnt ihr auch Insert irgendwas eingeben. Fertig. Also, ne? Safe. Ihr könnt es auch natürlich da unten ein bisschen ausarbeiten. Das ist eure Sache. Und dann steht es hier dann auch drin, die Produktgruppe. Gut, das war's dann mit meinen Stammdaten. Und ich mache noch einen kleinen Nachtrag, der vielleicht noch ganz interessant ist, nämlich mit meinem Messschieber. Kommt bloß nicht auf die Idee, so ein Teil zu machen. Das ist mega aufwendig. Ja, bleibt bei zwei oder maximal drei Teilen. Das ist unglaublich viel zu buchen und das macht dann echt keinen Spaß mehr irgendwann. Lasst das bleiben. Ja, also kommt nicht auf diese irrsinnige, schwachsinnige Idee. Bleibt bei drei oder maximal vier Teilen. Fünf ist schon echt viel. Das ist nur meine Sache. Also kommt nicht auf die Idee zu sagen, boah, scheiße, Mann, der hat so ein Ding gemacht, jetzt müssen wir alle so ein Teil machen. Müsst ihr nicht. Es ist zwar prinzipiell besser, also wenn man mal was Neues, anderes probiert, aber vom studentischen Standpunkt her ist es echt viel Arbeit. So viel dazu, das wollte ich nur sagen, sonst kommt ihr vielleicht noch wirklich manche von euch auf ganz blöde Ideen. Macht es wirklich nicht. Keep it simple, das ist das Beste bei solchen Sachen. Das war's dann beim nächsten Menü, beim nächsten Video zeige ich dann euch Inventur und wie man Master aufbaut. Den werde ich dann komplett noch einmal neu aufbauen, weil ich zwei mache, einen mit 100 mm und 150. Und den 100 mm mache ich dann komplett in dem Video. Wie ihr dann anschauen könnt, wie das funktioniert. Das ist auch ganz viel Schema-F und funktioniert auch wirklich schnell.